Nach monatelanger Pause gibt es endlich wieder eine neue Ausstellung im Bunker D. Unter dem Titel »Finde deine Wurzel« setzt sich die Künstlerin Insa Winkler mit Nachhaltigkeit auseinander und stellt dabei die Wurzel als Symbol in den Mittelpunkt. Die Besucher kommen in eine ganz besondere Zeit. In eine Zeit, wo einige Monate das kulturelle Leben völlig ausgefallen ist und auch die Entstehung dieser Ausstellung ist in einer besonderen Situation entstanden. Wir sind an einen Punkt gelangt, wo wir wieder fragen, ja, wo sind unsere Wurzeln? Wo gehöre ich hin? Wo finde ich mich? Da kommen wir in diesem Motiv, Wurzeln umgekehrt aus der Erde und sagen, wo gehörst du hin? Auf die Erde. Und da kommen Wurzeln, Gedanken. Wurzeln sind auch Ströme unseres Denkens. Und wie kriege ich das zusammen mit dem Sein in dieser Zeit auf der Erde? Der andere Raum ist ein Raum, den ich so gestalte, in dem der Mensch zentral wird. Er ist gebettet zwischen Wurzeln, ein Raum, der Luft hat, und Luft ist ein wichtiges Thema heutzutage, der uns ein bisschen auch diese Leere zeigt und uns reflektieren lässt. Reflektieren durch eine unendliche Spiegelung von Wurzeln, die uns in einen Weg weisen, den wir noch nicht kennen. Es waren ungefähr 186 Nationen, die den nachhaltigen Zielen der nachhaltigen Entwicklung folgen wollen. Das sind 17 Ziele. Und mit dieser Ausstellung bin ich Teil des 17. Zieles, nämlich Partnerschaften für diese Ziele zu formen. Und die Wurzeln sollen mir dabei helfen. Und diese Ausstellung soll auch die Möglichkeit bieten, sich diesen abstrakten, politischen, auch wissenschaftlichen Zielen einmal zu stellen und sagen, wir sind Individuen und wir können diese Ziele auch füllen mit unseren eigenen. Und finde deine Wurzel heißt auch, wo finde ich mein Ziel? Wo finde ich meine Wurzel? Meine Wurzel, kann ich sie gestalten? Kann ich sie zeichnen? Kann ich dem gerecht werden? Oder brauche ich dazu eine zweite Wurzel, ein Gegenüber, einen Dialog, der eventuell mit einem gewissen Abstand stattfinden sollte. Und Kreativität ist die Interaktion, die im Zwischenraum steht. Die interaktive Ausstellung kann bis zum 30. September immer mittwochs im Bunker D besucht werden. Am 9.9. bietet Insa Winkler einen Workshop an. Anmeldungen sind noch bis Sonntag möglich.